Auf jeden Fall, ich kann schon mal sagen, schade, dass sie nicht den nördlicheren Weg genommen haben. Dann wäre hier nämlich der schöne Hinterhalt passiert. Hier wären die angesprengt worden. Dann hätten sie sich gegen eine AT-Gruppe wehren müssen. AT-Gruppe deswegen, weil ja L72, M72. Und dann hat einer von denen auch noch eine Karl Gustav. Mit Tandem Heat Rounds. Also, die werden ordentlich aufgenommen werden. Hier, der Typ. Die werden richtig aufgenommen werden. Die Feinde haben auch Artillerieunterstützung auf Standby. Heißt, hier haben wir Mörser. Die sind tatsächlich also immer simuliert. Und jemand wollte von. Und jemand will einen Zeus. Ich komme mal kurz. Ja, das wird jetzt sehr interessant heute. Haben nämlich auch. Ja, Rebellen sind an teilweise mechanisierte Kräfte gekommen. Hier schöne Panduren, wie sie von Ace gerne genannt werden. Feature einmal zu Hacker. Dankeschön. Damit Ich sag einmal hier mal. alle im Halbkreis aufstellen. Wir machen einmal ein schnelles Briefing. Aufstellen bitte nach Einheit. Das heißt Flo und Carla Kost zu mir, Simon zu Fichte, Hacker zu Shadow oder andersrum. So. Und wie gesagt, ein bisschen näher ran. Ich habe keinen Bock hier durch den ganzen Laden zu schreien. Wunderbar. Willkommen. Geht weiterhin in Griechenland. So, einmal auf die Karte gucken, wir machen das recht schnell. Wir werden gleich im Marschband, was gleich der Stadtverfügung befestigen wird, verlegen von ROB Philadelphia. Relativ langer Marschweg aufgrund von Gebirge. Wir haben starke Steigungen, wir haben hohes Gebirge dazwischen. Entsprechend ist Acht auf sowohl Gebirgsober- als auch Unterkante zu geben, ob von unten oder oben was kommt. Wir werden dann die, ich sage mal, offizielle Grenze zwischen NATO-kontrolliertem und Rebellengebiet übertreten und werden dann in das erste Gebiet eintreten, wo Feinde gesichtet wurden, wo in welchem Feinde operieren, laut Aufklärung der Amerikaner. Das Ding. Da haben wir einmal Was rund ist? unseren Die Fahrweg Ohrenstöpsel geschlagen zwischen gegen den ihr Arschen, rechts da und die geht das Feinde. schon. Ace, hast du mich gehört? Dann höre ich sie ja nicht mehr. Punkt, check. Müsste mich gerade, ich bin da eigentlich selber rang wie sie, aber ich dachte, Super. Ja, genau Blue, wie was sie. ist? Aus Versehen. Okay. Welchen Rang haben Sie denn? Offizierstellvertreter im österreichischen Bundesheer, aber hier bin ich Hauptgefreiter. Hotel Golf Alpha kommen. Portland. Golf. Golf Alpha. Golf, herzlich kommen Sie. Okay, Golf wird vorerst zurückbleiben, die werden dann alarmiert, um nachzukommen. Konvoi gemäß der Reihenfolge entlang der Linie mit 60 km/h, Konvoi Marsch. Oh Mann. Korrigiere Richtgeschwindigkeit 70 km/h. Charlie für Alpha kommen. Charlie. Sie bei Einrücken in die Flanklinie übernehmen Linie rechts. Somit. Ich geh kotzen. Ja, Moment, wir hatten hier gerade Armor-Probleme. Ja, bestätige. Simon, nicht dazwischen gehen. Okay, Tokyo Drift, spiel einfach mal mit dem Leopard. Auch geil. Und mich, dass die Kette nicht abgesprungen Bravo für ist. Alpha kommen. Boah, das wird im Kampf so ein Mayhem. Bravo für Wie du merkst, ich bin super scheiße im Autofahren, ne? Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich fahre den Fuchs nicht, weil
Bravo 5 verkommen. Übergegengerammelt. Hört kommen. Bravo 5 verkommen. Hört kommen. Ja, Ihre Flanklinie ist links, nicht rechts, kommen. Ja, somit ist bekannt, kommen. Ja gut, ich habe den Turm nur gerade einmal rechts gesehen, deswegen. Ja, Alpha, wir haben lediglich die, die ebenfalls überprüft, ob das von den anderen Gruppen auch eingehalten wird, kommen. Ja, check. Alpha Ende. Die Meldung schaden. Check. Die Dingo. Dingo hat sie weitergehalten. Okay, check. Dann Charlie, Dingo auch weiter durchbrechen. Uma dann folgen. Komm. Mit. Da seid ihr in den da seid ihr das erste Ding reingefahren. Aber nur witzig. Ja, ja. Alpha hier, Charlie. Boomer für Sie, Sie setzen sich 250 vor Charlie, setzen dort ab und vor. Mal kurz einen Timer stellen. Was? Also mit, kann man. Muss mal kurz einen Timer stellen. Ich. Ja, warte, ich stell dir einen. Auf wie viele Minuten denn? Nee, ich muss mir selber einstellen, weil du wirst dann merken, was ich, was passiert. Oh nein. Ja, positiv, beide Truppenteile Kampf aufnehmen, komm. Ja, verstanden, wir setzen ab. Ja, Katz, Alpha an alle, feindliche Artillerie im Raum, legen Sie sich und bleiben Sie nicht lange auf einem Punkt stehen. Irgendwelche Gäste haben Dauerfunken? Ja, schmeiß ein paar raus, so zwei. Revo, du bist am Dauerfunken. Danke. Alpha an alle, freundliche Drohne in der Luft zur Aufklärung, komm. Negativ, wir konnten keine kleineren Positionen ausfindig machen, wir konnten nur größere Patrouillen ausfindig machen. Komm. Hallo? Ja, Alpha ist auch Stand, Alpha Ende. Wer fällt den Fuchs da vorne? Keine Ahnung. Welch? Wie macht man das?
Verband brauche ich nicht, ein Gürteltypus brauche ich auch nicht, Koffeinkapsel nehme ich mal zwei. Gordon reingelegt, kannst du bitte reanimieren? Ja. Der hat, oh Gott, wie kann ich denn so blöde sein? Check, check. Das ist eine pulslose elektrische Aktivität und du Mann, das ist mir auch gerade so. Pulslose elektrische Aktivität ist doch möglich. Ja. Gut, ich reanimierst du bitte, tust mir den Gefallen und ich geh mal. Ach, ich bin so blöde. Alter, meine Leute sind irgendwie. Du lebst wieder. Lebt wieder. Nee, die wollten so. Das so. Du lebst wieder, Hacker. Keine wild rumstehenden Alpha für Wolf kommen. Ich. Ach, okay. Hacker zum Überfall. Ja, Alpha 1 hört. Ja, du bist ja, nur verbuggt ein bisschen. Soll das nur, dass wir für Bravo irgendein anderes Fahrzeug reparieren? Kommen. Jetzt ja, gut. Das wird gleich geprüft, nee, dass sie ein neues kriegen. Gegen keine wild rumstehenden Fahrzeuge. Ja, verstanden. Hotel hat den mich verarschen? Einmal durch die Welt geflogen, Hacker. Einmal durch die Welt und noch tiefer. Ich hoffe, du kommst jetzt wieder hoch. Hacker? Hacker? So. Kommst du wieder hoch oder sollst du respawnen und ich teleportiere dich wieder hier hin, weil du bist irgendwie verbuggt gerade. Ja. Oder warte mal. Gefangen nehmen und gefangen nehmen umschalten. Oder war das bewusstlos? Weil, nee, bei mir bist du verbuggt. Ey. Nein, nicht dich. Wo ist ein Hacker? Da ist Hacker. Oh mein Gott. So, jetzt ist er nicht mehr verbuggt. Jetzt ist er nicht mehr verbuggt. Wir bräuchten Puma. Alles gut bei dir, Jojo? Ja, bei mir warst du die ganze Zeit verbuggt. Wir bräuchten Puma. Deswegen musst du euch teleportieren und umbringen. Und festnehmen. Ja. Wichtig. Wir bräuchten einen Puma. Den gibt's in der Base. Oh mein Gott. Ja, okay. Alpha, Bravo, komm. Feind Richtung 2502. Soll Feind sein? Gelenkte Antipanzerwaffen im Raum. Oh ja, den hast du noch. Ich nehme die gleich mit, ich muss nur die jetzige Münzen abladen. Na, check.
Das ist Tranexamsäure, das gibst du bei schwersten Verletzungen. Das oh Gott, ich weiß nicht, ob das verbindet oder nicht. Aber hier im Spiel verbindet oder nicht. Verbindet. Verbindet. Es verbindet. Bitte einmal alle. Okay. Danke. Können uns mal die Tage zusammensetzen, kannst du mir mehr erklären. Ja, du, ich bin Arbeiter als Rettungssanitäter, deswegen ich kann den ganzen Scheiß. Rettungs oder Notsat? Rettungs. Notsat wäre ich gerne, aber das dauert noch ein paar Jahre. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier war. Ich will langsam mal hier wegkommen. Ich will die HE, okay. Ich will den Schrecken einjagen. So, dann. Was ein schöner Regen. So. Alles klar. Ja, einmal kurz zusammenfassend. Spiel soweit erreicht. Die Ammo Crate konnte erfolgreich geborgen werden. Der Rest wurde zerstört. Die haben sich gut geschlagen. Der Feind wurde erfolgreich geworfen, auch unter Schwung von 3 Pumern. Da reden wir jetzt mal nicht drüber. Es war mehr. Das kostet 100. Kostet fast gar nichts. Das kostet fast gar nichts. Kralle war der Kommandant. Der Schaffelwibbel. Hier. Bleiben Sie einmal auf. Für den Herr Habert gibt's ein Diszi. Ja, mit. So.